Rauschende Wasserfälle, Schafe und Fjorde. Das sind die Färöerinseln. Etwa 100.000 Touristen besuchen den Archipel im Jahr. Doch an diesem Wochenende ist die Inselgruppe für Besucher aus dem Ausland gesperrt. Grund sind Säuberungsarbeiten und Schritte für den Schutz der Natur, wie in einem Video der Tourismusbehörde erklärt wird. How can the islands remain unspoiled by tourism? The islanders have found a solution. Eine Ausnahme gibt es für 100 ausgewählte Gäste, die beim Rausputzen helfen. Wir laden Freiwillige aus dem Ausland ein, zusammen mit Einheimischen anzupacken. Es geht um die Pflege von Wanderwegen und Aussichtspunkten und das Schützen unserer wunderbaren Natur. Im Gegenzug bieten wir jedem, der hilft, Unterkunft und Verpflegung. Die Färöerinseln liegen im Nordatlantik zwischen Island und Schottland. Auf den 18 Inseln leben etwa 50.000 Menschen und 80.000 Schafe. Die Tourismusbehörde hofft auf eine Strahlkraft der Aktion, sodass Touristen auch an anderen beliebten Reisezielen mithelfen, die Attraktionen zu bewahren.